wenn man mit jemandem irgendwie ein Missverständnis hat, nett ausgedrückt, dann sagt man, okay, wenn du wirklich willst, gehen wir eins gegen eins, ja, und dann misst sich auch keiner ein, normalerweise. Also, und Ich kann mich erinnern, ich habe mich mal einmal, also ich habe ja auch meine Zeiten gehabt, so natürlich, ne, und da habe ich mich dann auch mal ja, auf der Straße quasi geboxt, ja, mit einem Russen auch. Das war ganz komisch, der hat mich dann irgendwie so angerempelt, also vorher meine zwei Kollegen angerempelt, dann mich angerempelt, dann habe ich was gesagt und dann hat er mir sofort eine gegeben, so mäßig, ne? Und dann, ja, dann haben wir uns geschlagen, ne? Dann haben wir uns gefetzt und danach kam er zu mir, ey, gut gekämpft und so, bla bla bla, ja, so. Ich bin genau so, Ehrlich, ja. ja. Ja, das passt. So ein bisschen, würde man sagen, so ein bisschen Teil der Kultur im Ostblock. Aber was heißt Teil der Kultur? Aber ist so, dieses Mann gegen Mann ist dann Das ist auch, so etabliert schon, glaube ich, so einfach ja. von klein Ist auf, aber so in eins Tschetschenien auch gegen nicht eins. anders, oder? So eins gegen eins, Mann gegen Mann, so. Ja, generell im Ostblock war das, Ja. also so kenne ich das ja auch. Ich bin ja auch in Tschetschenien aufgewachsen Ja. so und ich war auch halt in Moskau und auch in vielen Russland Ja. unterwegs. Dort war das eigentlich ganz normal, dass man halt quasi eins gegen eins macht. Du gehst mit deinen Jungs dahin, die kommen mit ihren Jungs so. Ja. Aber diejenigen, die gesagt haben, eins gegen eins, die kämpfen auch eins gegen Genau. eins. Und danach gibt man sich die Hand und gut ist Ja. so. Also man nimmt das mehr sportlich als Genau, ja. so Genau. Mehr auf Ja. diese Dinge ins Ohr, der hat mich auseinandergenommen, jetzt muss ich zurück machen, Ja, jetzt ja, danach noch ja, was. Und sowas gab es nicht. Also mittlerweile hat sich das natürlich verändert. So mittlerweile läuft ein bisschen alles anders. Ja. Dadurch, dass halt immer sag ich mal, man sagt das so, dass die anderen Gruppierungen das so oder so machen würden am Ende des Tages, quasi mit mehreren auf mich draufkommen. Deswegen machen wir das zuerst so mäßig, weißt du? Und ja, mittlerweile gibt es das auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr so. Also wenn, dann nur ganz wenig. Ja, das hat vor kurzem der Yusup Raisov, es gibt so einen tschetschenischen MMA-Kämpfer, Yusup Raisov, der hat vor kurzem in einem Interview gesagt, so, wenn jetzt die Zeit der Duellanten zurückkäme, also wo du wirklich 10 Schritte machst, Pistole ziehst, ein Schuss, wir hätten nicht mehr Todesfälle, sondern jeder würde 20 Mal nachdenken, bevor man spricht. Das hat er, glaube ich, sogar beim letzten Kampf Das gesagt, hat er oder? vor, vor, Jetzt? vor dem, Vor jetzt vor kurzem? kurzem, Okay, ja, krass. genau. Und das Ja. ist wirklich, ich finde tatsächlich, die Menschen haben es verlernt, dass die für die Taten wirklich auch verantworten Dafür müssen, gerade stehen. Zur dafür Rechenschaft gerade gezogen werden, stehen, ja. genau. Damals gab es keine Anzeigen, keine Ahnung, wir gehen eins gegen eins, wir kämpfen, geben wir uns die Hand und fertig. Ich als an der Tür, du siehst oft, jemand streitet wirklich, provoziert jemanden, dann kriegt er einen auf die Fresse Und macht und Anzeige. dann macht er Anzeige. Klassiker. Und Ja, die Jugend hat sich verändert, oder die ganze Generation halt eben, ne? Durch halt eben das Internet, ne? Durch halt eben viel Einfluss von Musik natürlich, Musik, Filme und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, es ist auch einfach nicht mehr, also ich glaube, es ist für die Jugendlichen nicht mehr so cool zu sagen, ich mache eins gegen eins, sondern wirklich, okay, wir gehen mit 5 Mann dahin und nehmen ihn auseinander. Ich glaube, das hat sich durch diese ganze Hip-Hop-Kultur auch und Gang-Kultur und Und dann noch Großfamilien diese hat Videos sich das machen, etabliert, quasi so, den nochmal ja. erniedrigen mit den Nee. Videos Aber und ich glaube auch, so. die Werte gehen verloren so ein Stück weit, ne? Wie er auch gerade sagte, so, ne? Damals, wenn du was gesagt hast, dann musst du auch dafür gerade stehen quasi, ne? Ob gut oder schlecht am Ende des Tages. Und ja, wenn du halt eben heutzutage alles sagen kannst, ne? Und du So, weißt, dir dann. kann nichts passieren, du kannst jemanden beleidigen. Du weißt, bei uns, wenn jemand da, also egal ob Tschetschenien oder Ukraine oder wenn jemand deine Mutter beleidigt, dann und du nichts machst, dann wird niemand mit dir an einem Tisch mehr sitzen. Das geht nicht. Richtig. Und es ist einfach, es verändert sich, es ist anders. Aber ich bin der Meinung, man muss sich immer in den Spiegel anschauen können, wenn du damit leben kannst, dass du nichts getan hast oder irgendwie das so liegen lassen hast, dann ist es gut so. Okay, wenn du deinen inneren Frieden gefunden hast, okay. Wie gesagt, das ist einfach nur Ansichtssache. Ist halt eben Moral, also und Moral ist halt eben auch immer schwer zu beurteilen. Also wo fängt Moral an? Ne? Also wer sagt, wo Moral anfängt? Ne? Die Veganer würden sagen, okay, wenn wir jetzt ein Tier schlachten, ist das irgendwie voll schlimm so. Ist aber für uns ganz normal so. Weiß ich meine. So, Sitzt und jeder anders im andersrum, Kompass. genau, sitzt es Das stimmt, das jeder so stimmt. ein bisschen anders. Ich meine, wir leben in Luxus. Wir leben in einer Gesellschaft, wo du einfach auf der Sofa den ganzen Tag chillen kannst.
Du kannst anrufen, Pizza kommt. Ja. Du kannst mit dem Laptop dein Geld verdienen. Du musst nicht einmal aufstehen. Und du schiebst einfach die Verantwortung auf jemanden anderen. Wenn du Fleisch haben willst, dann musst du eigentlich auch bereit sein, ein Tier zu töten, selber, mit eigenen Händen. So gibst du die Verantwortung an den Metzger weiter, der macht die dreckige Arbeit, du zahlst halt dafür. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil eigentlich schließt das so auch dieses Thema, was wir hatten, mit nicht mehr gerade stehen müssen. Ich glaube, durch die Vereinfachung auch des Lebens an sich, dass du die Verantwortung immer wieder abgeben kannst, ich bestelle mein Essen, ich muss nicht mehr jagen, ich mache alles nur noch übers Internet, ich muss nicht mehr hingehen, dass du auch nicht mehr wirklich hinter einem Wort stehen musst wahrscheinlich, und sagen kannst, wer regelt das schon für mich, oder wir klären das irgendwie anders. Das ist interessant.